Durchsage. L hat sich soeben den Meistertitel im Blähungsteil des TLP geholt. Das E-Deck kann voraussichtlich in 15 Minuten wieder geöffnet werden. Meine Leute, damit heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen. Also, nur das ist dieser L, ich vermute mal, es ist L.O., ich weiß es nicht, aber der, ich glaube, der bescheißt. Jungs, ich glaube, der bescheißt. Leichtgewichtige Plastikstühle und billige Standardtische sind Teil eines jeden Pausenraums für Angestellte. Okay. Welcher Pöbel hat da in die Wasserflasche gespuckt? Wasserflasche gespuckt? Vielleicht solltest du ihn dir zuerst ansehen. Haben wir gemacht. Was ist das hier? Getränkeautomat. Es ist schön, wenn man einen Getränkeautomaten in seinem Pausenraum stehen hat. Ja, das ist wohl wahr. Können wir da was nehmen? Es ist weniger schön, wenn man einen leeren Getränkeautomaten in seinem Pausenraum stehen hat. Das Ding ist leer, ist das ein Scheiß? Na gut, was haben wir hier? Ein Snackautomat, auch leer? Der Snackomat ist eine feine Sache. Auch leer. Alles leer. Verdammte Scheiße. Oh, Captain Fei. Backfischfoto. Captain Fei hat das Schiff übersät mit Fotografien von sich selbst. Nur spärlichst bekleidet. Ja. Sie nennt es Motivation. Das hatten wir letztes Mal schon. Also ich bin auf jeden Fall schwer motiviert. Also an Nachrichtentafel ansehen, gucken wir mal. An der Nachrichtentafel der Angestellten hängen mehrere Notizen zusammen mit einigen Fotografien von Spielern, die im Casino Hausverbot haben. Okay. Also müssen wir aufpassen, sonst kriegen wir Hausverbot, Freunde. Das wäre schon schade. Achtung, Kartengeber. Das besondere Seminar. Geben vom unteren Ende des Stapels leicht gemacht. Samstag, 15 Uhr, Schiffslounge. Okay, da können wir das Bescheißen sogar lernen. Aufseher, wenn Sie keinen Spaß verstehen, schmeißt Sie raus. Okay, weiter. Mein Kind steckt dein Kind beim Krabs in die Tasche. Das ist ja schrecklich. Herbstvorlesungen. Schummeln beim Schafskopf. Jetzt belegen. Okay, das wäre interessant. Kartengeber. Beim nächsten Zwischenstopp Vorlesung hören. Gastdozent ist Spielespezialist Klaus der Kauz. Titel: Witwen, Waisen, Verrückte. Aha. Achtung, Croupiers. Wie die Geschäftsleitung erfahren hat, treiben Schwindler mit gezinkten Würfeln ihr Unwesen. Die Würfel sehen völlig unschuldig aus, aber eine Seite ist mit Sandpapier abgeschliffen, sodass sie bei jedem Wurf gewinnen. Das ist schlecht fürs Geschäft. Noch schlimmer, diese Würfel sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Sollten Sie derartige Exemplare sehen, sofort konfiszieren und in unten stehender Schüssel deponieren. Meine lieben Leute, was würde Guybrush Threepwood jetzt sagen? Man bedenke all die Möglichkeiten. Und wir haben erfahren, ich... Peggy, deine Abzüge sind fertig. Gezeichnet X. X? Oh, Peggy, Baby, hast du Fotos gemacht? Scharfe Fotos, Peggy. An der Nachrichtentafel der Angestellten hängen mehrere Notizen. Okay, das haben wir schon. Ich nochmal lesen. Achtung, Kartengeber. Das besondere Seminar. Geben vom unteren... Okay, dann wiederholt sich's, aber wir haben jetzt einen super Tipp gekriegt, liebe Leute. Es ist so, wir haben natürlich jetzt hier unsere Würfel, die wir dem armen Bob Pitt geklaut haben. Es tat mir sehr leid. Das ist... Hat mich damals auch schon schwer in, sagen wir mal, schlechtes Gewissen getrieben. Aber wir haben die Würfel und wir können die benutzen mit... Er hat gesagt, das ist ziemlich hart. Wie Schmirgelpapier, hat er gesagt. Schmirgelpapier. Okay. Liebe Leute, damit haben wir gezinkte Würfel. Wisst ihr, was das heißt? Das müssen wir noch irgendwie dafür sorgen, dass der Krabstisch leer wird. Mr. Krabs, was haben wir hier? Ein Schließfach. Aha. Dieses Schließfach ist durch ein Standard-Kombinationsschloss gesichert. Mhm. Können wir das öffnen? Kombination. 69, 69, 69. Ja gut, 69, 69, 69. Mit okay. Dieser Kombination lässt sich das Schloss offenbar nicht öffnen. Mhm. Haben wir schon irgendeine Kombination gekriegt? Achtung bitte! Eine Durchsage an alle Wettbewerbsteilnehmer. Bitte vervollständigen Sie die Angaben über ansteckende Krankheiten auf Ihrer Punktekarte. Alles gut.
Lass mal öffnen. Was war das hell? 1134? Mit dieser Kombination lässt sich das Schloss offenbar nicht öffnen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir ja erstmal alles geglückt. Ich darf nicht kickern. Was ist das noch? Trinken dürfen wir auch nicht. Gezinkte Würfel, da sind ja gezinkte Würfel, die Leute. Das ist, man bedenke all die Möglichkeiten. Ne? Geil, Bro, ich zitiere dich sehr gerne. Okay, hier kommen wir gar nicht hin. Wir gehen da sofort wieder runter. Okay, die Bonds sind da noch was am Zockeln, ne? Irgendjemand Drinks? Ja. Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Kann ich hier etwas von dem Bohnendip bekommen? Oh nein. Da war ein Hinweis drin, liebe Leute, ne? Man räusperte sich, man rümpfte sich die Nase bei dem wunderbaren Wort Bohnendip. Guck mal, hier irgendwie ein bisschen... Warte mal, ganz kurz mal ins Inventar gucken. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Oh, der gute Bobby ist weg. Der arme Kerl, das tat mir so leid, ne? Können wir hier nochmal... Das ist alles, was von Bob Bitz einst stolzer Venus übrig geblieben ist. Oh, und der arme Kerl. Der arme Kerl. Der arme, arme, arme Kerl. Das tut mir so leid, liebe Leute. Das tut mir so schrecklich leid. So, okay, wo kommt man hier noch hin? Okay, also Doppelklick gibt's nicht, ne? Das Spiel ist alt, ne? Das ist so, zwar nicht so alt wie ich, aber alt, ne? Und damals gab's dann noch keinen Doppelklick und insofern nehmen wir ganz in Ruhe und gemütlich den Weg. Hunger, Äcker, Essen, Dildo! Yeah, baby! Yeah, baby! Okay, 15. Also wir haben knapp die Hälfte. Und eine Eiskulptur. Diese Eiskulptur von Captain Thai als Wassernixe ist unglaublich detailliert. Bis hin zu ihren Schweißperlen. Diese Eiskulptur... Soll ich? Hey, meine Zunge hängt fest. Hilfe! Ah! Das war's nicht wert. Doch, das war's bestimmt, Larry. Das war's bestimmt. So, hier haben wir ein paar nette, ja, Das ist aber schön jetzt. Was sind wir hier? Im Walfischen? Also die... Das Restaurant ist aufgebaut wie ein riesengroßer Walfisch. Hier ist die Zunge, hier sind die Zähne, ne? Da ist irgendwie, was weiß ich. Da geht's rein, hier ist das Gerippe, alles schön. Das ist, meine lieben Leute, wenn das nicht wirklich eine amtliche, fantasievolle Umgebung, ein Ambiente für ein Restaurant auf einem Schiff ist, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es beim besten Willen nicht. So, was haben wir hier? Getränkeausgabe. Guck mal, trinken so viel du willst. Oh, und auch noch umsonst. Du sagst das so, als würde ich trinken und nochmal trinken und dann pinkeln wie ein Weltmeister. Ja, natürlich. Ist das nicht der Grund, warum du die ganze Zeit alleine im Badezimmer warst? Oh, nein. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, liebe Leute. Können wir ein bisschen benutzen? Können wir trinken? Ich will trinken. Hast du ein Problem mit dem Trinken? Ja, gelegentlich schon. Ich bin seit was weiß ich. Was haben wir hier? Getränkeausgabe. Benutzen andere. Okay, mir gibt es nichts zu saufen. Was ist das? Okay. Was ist denn hier für ein netter Chinamann? Fleischschneider! Hallo? Würdest du eventuell. Oh. Yeah, baby! Yeah, baby! Okay, jetzt haben wir die Hälfte. Lieber, wir haben gerade mal die Hälfte. Der guckt nicht. Dieses Tranchiermesser ist extrem scharf, aber das bleibt es nicht mehr lange, wenn Wang weiterhin seine Tranferkeldosen damit öffnet. Tranferkeldosen? Was? Ey, vor dem Weg! Messel, Schalf! Mein Messel! Das ist meine Existenzgrundlage! Du nimmst Messel nicht! Achtung bitte, eine Durchsage.
Lane hat gerade den Wettbewerb im Tätowieren mit verbundenen Augen gewonnen. Überleg dir das mal, liebe Leute, verbundene Augen, tätowieren, das, nee. Wie hast du das gesehen, Alter? Deine Augen sind zu, du altlich Himmel. Das ist einmal nur mal 35 Süßsauer, bitte. Es ist unterhalb des Nieswächters und keiner näheren Betrachtung wert. Nieswächter? Es ist unterhalb... Tranferkel. Dieses Glas wird auch Nieswächter genannt. Auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, warum. Jetzt weiß ich's. Ich auch. Das ist interessant. Nieswächter. Können wir das öffnen? Ach ja? Mach's doch selber auf. Ja, ich wollte es doch gerade aufmachen, immer. Alter, das ist... So, was ist das jetzt hier? Geheimnisvolles Fleisch. Ist das sicherer, das Fleisch so hängen zu lassen? Deins ist... Ach, vergiss es. Ja, zu einfach, wie? Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Können wir das nehmen? Kein Mensch würde die essen, wenn er wüsste, wie sie gemacht werden. Das ist, glaube ich, bei sehr vielen Dingen der Fall. So, hier ansehen, Wang. Wang, hey, Alter, du heißt wie eine Frühlingsrolle. Wang ist der Chefservierer auf der PMS Bouncy. Cool. Wang, Kollege? Was haben Sie anzubieten? Landfeldgel, null vom Feinsten. Wollen Sie, okay? Ja. Oh ja, das klingt gut. Jesus, Maria und Josef, sind Sie taub? Es ist Planfelgel. Ich hab Sie schon verstanden. Ich auch. Für mich bitte eine Portion. Für mich auch. Sollen Sie klicken, Boss. Aber keine beschwimmten Spittel, klar? Tranferkel. Oh mein Gott, was ist das? Versuche die ganze Zeit zu erklären. Tlanfelkel. Oh, speziell zubereitetes Pökelfleisch Marke Hausschlachtung. So wie Mama es früher immer gemacht hat. Sehr gut, Boss, jetzt gehen. Hey, was ist los mit Ihrem Akzent? Ich wusste, dass ich es nicht durchhalte. Ich bin Chinese, wissen Sie, aber meine Eltern waren buddhistische Missionare. Deshalb bin ich in Wien aufgewachsen. Wenn die Leute mich so hören, dann starren sie mich an. Deshalb versuche ich zu klingen wie ein schlechter Charlie-Chan-Imitator. Zu viel geledet, mit Leute mit Landfelgel. Sehen Sie? Das ist Herz aller Liebste. Landfettel ist dran. Das sah sehr tranig aus. Und Charlie-Chan übrigens. Ne? Charlie-Chan, auch eine schöne Detektivgeschichte. Gibt's hier auch auf YouTube sehr viele Folgen von Charlie Chan. Wer alte Sherlock Holmes Filme und so mag in Schwarz-Weiß, der wird mit Charlie Chan richtig gut bedient sein. Also, ne, Charlie Chan empfehle ich jedem, der Bock auf alte Detektivgeschichten hat. Pass mal auf, wir hätten gerne noch eine Portion, Alter. Geht das? Wang, den Tranferkel schmeckt super. Na? Wie wär's mit einem Nachschlag? Tranferkel gut, ne? Ja. Wang Ding? Weil das sieht so geil aus, wie das macht und das platscht so schön und bubble. Aufpassen, dass Sie nicht erlaubte maximale Tagesration überschreiten. Hinweise stehen nicht grundlos auf Büchse. Okay, jetzt macht Sinn. Ja, doch. Oh nein, kein Klanviertelmüll muss Neues holen. Nicht anfassen. Okay. 89 Punkte, 91, 95, 97, 8. Achtung bitte, eine Durchsage. Der Gewinner des Wettbewerbs verwöhne den Captain von voriger Woche. Möge sich bitte auf der Krankenstation melden. Ihr Befund ist da. Der Cursor ist nicht umsonst wie eine Lümmeltüte geformt, liebe Leute. Passt immer schön auf. Aber jetzt, wo der Kollege weg ist, guck mal, das Tranchiermesser nehmen. Wenn Wang nicht hinguckt, dann kann ich ihm das Messer vielleicht wegnehmen. Yeah, Baby. Alright, was haben wir hier? Ansehen. Diese leistungsstarke Wärmelampe beginnt, die Außenseite des Tranfleischs anzuschwärzen und verströmt einen stechend beißenden Geruch, der die Gäste von dem normalen stechend beißenden Geruch des Tranferkels ablenkt.
Übrigens, wer erinnert sich, wer bei mir Legends with Larry Reloaded geschaut hat, da war ja auch eine ziemlich amtliche Küche und da haben wir uns ja auch, ich würde das nicht sagen, daneben benommen, aber das war, das ist, ja, können wir das irgendwie nehmen oder fühlen? Autsch, heiß. Können wir das ausmachen? Abdrehen. Die Wärmelampe dreht völlig ab an schlechten, haarigen Tagen und bei Männern, die zu lange brauchen. Naja, ich meine, kann ich das nicht irgendwie ausmachen? Nehmen. Du hast dir doch schon alles an Tranferkel genommen, was du nehmen konntest. Das ist wahr. Du meinst also, ich sei satt? Nein, aber du hast das ganze Tranferkel gegessen, das da war. Oh. Na gut. Okay, das war rülpsig, wir nehmen das mal, abdrehen. Die Wärmelampe dreht völlig ab. Okay, und benutzen. Ausmachen. Können wir das ausmachen? Ausmachen. Okay, kennt er nicht? Aha. Haben wir denn hier irgendwo? Anmachen. Oh, Baby, mach die Lampe an. Die Lampe ist schon angemacht. Mhm. Benutzen. Können wir denn da vielleicht unser Gleitspray nehmen? Das ist schon glitschig genug. Okay, was haben wir sonst noch? Diese Gleitcreme? Verschwende das wertvolle Zeug nicht. Okay, du hast ja recht. Vielleicht mit der Punktekarte? Benutze deine Punktekarte. Okay, können wir das nirgendwo ausmachen? Ich will die sofort haben, nehmen. Okay, aber du lässt es besser ein wenig abkühlen. Okay. Okay, jetzt. Ach du liebe Scheiße. Das hast du auf eine masochistische, etwas selbstquälerische Weise genossen. Ich weiß es nicht, liebe Leute. Was ich weiß es, dass die Zeit jetzt bereit ist, abgelaufen. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und... wir haben jetzt viel Landfleckel in uns und sind jetzt sehr gut gesättigt. Und ja, nächstes Mal nehmen wir die 35 süß-sauer, oder? Ne, pikant. Ich glaube pikant. Liebe Leute, in diesem Sinne ab in die Rinne. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit an Bord, wenn ich mit Larry hier doch einiges mal probiere. Liebe Leute, ne, probieren geht über studieren. Macht es gut, euren Speakin 45 sagte. Ich würde auch gerne mal an der Statue des... ciao.